Maranatha. Ich habe ziemlich lange mit mir gerungen, welches Thema ich heute wählen soll. Und eigentlich hatte ich was auf dem Herzen, das hat mich schon länger beschäftigt und das hat mich jetzt auch bis kurz vor dieser Predigt beschäftigt und daraufhin habe ich hingearbeitet. Aber irgendwie war ich auch nicht ganz zufrieden damit. Das wäre mir eine Predigt gewesen, so zu aktuellen Ereignissen. Und ich habe viel darüber gebetet und der Herr hat mir dann die Überzeugung geschenkt, predige was anderes. Aber wenn ihr gestattet, möchte ich wenigstens eine Bemerkung vorausschicken zu dieser Thematik. Es geschehen ja so interessante Dinge in der Welt, nicht wahr? Recht überraschende. Da baut man jahrelang so eine schöne Pipeline durch die Ostsee. Auf einmal hat die vier Lecks. Ja, wer war denn das? Wer war das bloß? Ich weiß es nicht. Aber es gibt eine Sache, wo ich den Eindruck habe, dass wir als Adventisten das fast schon vergessen haben. Und daran möchte ich kurz erinnern. Es gibt eine Macht in der biblischen Prophetie, die wird genannt der falsche Prophet. Und ich möchte euch mal einen Vers nur vorlesen, der beschreibt, wie falsche Propheten sich verhalten. Den finden wir in Micha. Micha 3, Vers 5. So spricht Jehova über die Propheten, die mein Volk irreführen, welche mit ihren Zähnen beißen und Frieden rufen, und wer ihnen nichts ins Maul gibt, wider den heiligen sie einen Krieg. Falsche Propheten reden ständig von Frieden, aber im Hintergrund, wenn ihnen etwas in die Quere kommt, führen sie Krieg. Mehr möchte ich dazu an dieser Stelle nicht sagen. Ich lade euch ein, dass wir zwei Verse zusammen aufschlagen, die unser Predigtthema einleiten. Den einen finden wir in Sprüche 18, Vers 10. Sprüche 18, Vers 10. Und dort heißt es, ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Den zweiten finden wir in Joel 3, Vers 5. Joel 3, Vers 5. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat, und unter den Übriggebliebenen, die der Herr berufen wird. Das, was diese zwei Verse miteinander verbindet, das ist unser Thema heute für die Predigt. Der Name des Herrn. Der Name des Herrn ist ein fester Turm. Wir finden Zuflucht in ihm. Und in dieser Zeit, wo der Text geschrieben wurde, waren feste Türme so etwas wie ein atomfester Bunker vielleicht, wenn man das modern vergleichen wollte. Sie haben wirklich Sicherheit geboten vor dem Feind. Da kamen die Pfeile nicht hin, da war man sicher. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Und Joel 3, Vers 5 spricht über unsere Zeit, denn er spricht ja über die Übrigen. Wir sind die Gemeinde der Übrigen, die der Herr berufen hat. Und er sagt, in der letzten Zeit, da wird es geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. In Jerusalem, auf dem Berg Zion, alle Symbole für die letzte Gemeinde, wird Rettung sein. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, was ist der Name des Herrn? Und was bedeutet es eigentlich, diesen Namen anzurufen, um gerettet zu werden? Und dazu gehen wir ins Matthäus-Evangelium, gleich das erste Kapitel, wo es um die Geburt Jesu geht. Matthäus 1, ab Vers 18.
Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Hier erfahren wir, was der Name des Herrn ist. Er hat natürlich noch andere Namen. Aber dieser Name ist für uns besonders wichtig, denn er betrifft den Retter. Der Name des Herrn ist Rettung. Hier geht es um den Namen Jesus. Aber das Interessante ist, in Vers 21 wird dem Josef gesagt: Nenne dieses Kind, das dort auf die Welt kommen wird, den Sohn, nenne ihn Jesus. Und die Begründung ist: Denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Und was bedeutet der Name Jesus? Er bedeutet Rettung oder Retter. Gott ist Retter. Im Alten Testament ist es der gleiche Name wie Jehoshua oder Josua. Im Neuen Testament in der griechischen Form Jesus. Ist derselbe Name. Gott ist Retter. Nenne ihn Retter. Denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Macht Sinn soweit. Aber dann in Vers 23 sagt der Evangelist Matthäus: Das ist die Erfüllung von einer Prophezeiung aus dem Buch Jesaja. Und dann zitiert er: Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Ja, das passt. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und das heißt übersetzt Gott mit uns. Jetzt frage ich euch, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Gott ist Retter und Gott mit uns? Wie passt das zusammen? Ihr dürft reden. Du sagst ein und dasselbe. Ich denke, du hast recht, aber du hast es nicht begründet. Bitte. Um uns zu retten, wurde er Gott mit uns. Danke. Sonst noch ein Vorschlag? Bitte, Monika. Für mich steht Gott mit uns, dass der Vater mit uns ist und durch seinen Sohn und den Jesus der Retter. Gott ist, der Vater ist zu uns gekommen durch seinen Sohn, damit er uns retten kann. Also natürlich stimmt das. Alles, was ihr gesagt habt, Gott musste ja zu uns kommen. Wirklich? Musste er? Um uns zu retten? Ja, würden wir sagen, ja, Jesus musste kommen, um unser Retter zu sein. Aber ich möchte mit euch noch etwas anderes durchdenken, was vielleicht noch ein bisschen radikaler ist, wie diese zwei Namen zusammenhängen und warum sie letztendlich derselbe Name sind eigentlich. Jesus, Gott ist Retter, Immanuel, Gott mit uns. Kann es sein, dass es bedeutet, Gott rettet uns, indem er zu uns kommt? Also nicht nur, er kommt zu uns, um uns zu retten, sondern das zu uns kommen, das uns nahe kommen, das ist die Rettung.
darin besteht die Rettung, darin verwirklicht sich die Rettung, dass Gott mit den Menschen eine Einheit wird, eine Gemeinschaft entsteht. Wir wollen diesen Gedanken mal etwas nachgehen. Und ich möchte hier einige Abschnitte lesen, mal aus dem Buch Sieg der Liebe, das Leben Jesu von Ellen White, wo wir auch mit dieser Thematik bekannt gemacht werden, der Name Gottes und was das mit unserer Erlösung zu tun hat. Wir finden das auf Seite 16. Durch Mose befahl Gott den Israeliten, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. 2. Mose 25, Vers 8. Ihr seht, wir haben ja das gleiche Thema. Gott sagt, ich möchte in ihrer Mitte wohnen. Also nicht am Rand in einer Entfernung, sondern das drückt Nähe aus. Gemeinschaft. In diesem Heiligtum weilte er mitten unter seinem Volk. Während der gesamten beschwerlichen Wüstenwanderung war das Sinnbild seiner Gegenwart stets bei ihnen. Ebenso schlug Christus sein Zelt gleichsam mitten im Lager der Menschen auf. Neben unseren Zelten, um unter uns zu wohnen und uns mit seinem göttlichen Charakter und Leben vertraut zu machen. Und jetzt zitiert sie Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Aber wenn ihr euch erinnert an den Erntedankgottesdienst und gut aufgepasst habt, was steht dort wörtlich? Was haben wir erfahren von Sergei? Er lebte unter uns, er wohnte unter uns. Da steht eigentlich das Wort für Zelten. Er zeltete unter uns. Jetzt sehen wir auch den Zusammenhang mit dem Heiligtum. Es war ein Zelt. Das Heiligtum also, ein Symbol für Christus, der in sich Gottheit und Menschheit verbunden hat. Er hat eine Brücke geschlagen zwischen der Menschheit und zwischen der Gottheit. Er war das Bindeglied. Und ebenso das Heiligtum in der Wüste ist das Bindeglied zwischen der gefallenen Menschheit und einem heiligen Gott, denn es zeigt uns den Weg des Sünders zurück zu dem heiligen Gott. Es ist das Bindeglied. Das Heiligtum ist also eine Darstellung von Christus selbst in seiner Funktion als Retter, als Erlöser. Diese Erlösung geschieht, indem er in unsere Mitte kommt und uns wieder in die Nähe mit sich und dadurch in die Nähe mit dem Vater zieht. Er kommt uns als Mensch nahe, aber er ist gleichzeitig Gott. Indem wir ihm nahe kommen, kommen wir Gott nahe. Und Gott nahe zu kommen, bedeutet Leben, ewiges Leben, bedeutet Erlösung, Befreiung von allem, was uns bedrückt, ja selbst vom Tod. Denn Gott ist das Leben. Sie schreibt weiter, seitdem Jesus unter uns lebte, wissen wir, dass Gott mit unseren Versuchungen vertraut ist und unser Leiden mitempfindet. Satan stellte Gottes Gesetz der Liebe als sein selbstsüchtiges Gesetz dar. Er behauptete, es sei für uns unmöglich, den Vorschriften zu gehorchen. Jesus sollte diesen Betrug aufdecken, indem er als einer von uns ein Beispiel des Gehorsams wurde. Er nahm unsere menschliche Natur an und machte die gleichen Erfahrungen wie wir. Er wurde in allem seinen Brüdern gleich. Falls wir etwas erdulden müssten, was Jesus nicht zu erdulden hatte, würde Satan dies so deuten, als reiche die Kraft Gottes nicht für uns aus. Deshalb sind ihm dieselben Versuchungen begegnet wie uns, Hebräer 4, Vers 15. Er ertrug jede Versuchung, der auch wir ausgesetzt sind, und benutzte für sich keine Kraft, die nicht auch uns uneingeschränkt angeboten wird. Er trat der Versuchung als Mensch entgegen und überwand sie mit der Stärke, die ihm Gott verliehen hatte. Dieser Satz ist wichtig, denn das beschreibt genau unsere Situation. Wir müssen auch der Versuchung als Mensch entgegentreten,
Aber können wir in menschlicher Kraft der Versuchung widerstehen? Unmöglich. Jesus hat uns das vorgelebt. Als Mensch trat er der Versuchung entgegen. Ein Mensch wie wir. Aber er überwand sie nicht in seiner menschlichen Kraft, sondern in einer göttlichen Kraft. Und die kam nicht aus ihm, sondern vom Vater. Er überwand sie mit der Stärke, die ihm Gott verliehen hatte. Johannes 14, Vers 10. Da sagt Jesus was Interessantes. Ich habe es jetzt nicht hier, aber da steht, schlagen wir es kurz auf, Johannes 14, Vers 10. Philippus sagt dazu ihm, Herr, zeige uns den Vater. Und Jesus antwortet, wer mich gesehen hat, Vers 9, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Das ist Nähe, das ist Gemeinschaft, Zusammensein. Der Vater und sein Sohn, sein menschlicher Sohn, waren eine Einheit. Ich bin in dem Vater und der Vater ist in mir. Und dann sagt Jesus weiter, die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst aus. Der Vater aber, der in mir bleibt oder in mir wohnt, er tut die Werke. Ihr Lieben, das ist auch unsere Situation und das ist unser Weg. Wir können aus uns selbst nichts Gutes hervorbringen. Und Christus ist den Weg gegangen, so wie wir ihn gehen müssen. Er sagt, ich tue nichts aus mir selbst. Ich rede nicht aus mir selbst, sondern ich bin in Gemeinschaft mit Gott. Der Vater wohnt in mir und er tut seine Werke in mir. Es sind nicht meine Werke, sondern die Werke meines Vaters. Jesus hat als Mensch hier gelebt, aber die Werke, die er getan hat, waren von Gott gewirkt. Es waren die Werke seines Vaters. Das Gleiche bei uns. Wir leben als Mensch hier. Aber wenn wir uns mit Gott verbinden, durch den Glauben, durch die Bekehrung, sind das nicht unsere Worte, sind es nicht mehr unsere Werke, sondern ein anderer, ein göttlicher lebt in uns. Zurück zum Sieg der Liebe. Im nächsten Absatz. Durch sein Menschsein berührte Christus die Menschheit. Durch seine Göttlichkeit blieb er mit dem Thron Gottes verbunden. Als Menschensohn gab er uns ein Beispiel des Gehorsams. Als Gottes Sohn schenkt er uns die Kraft zu gehorchen. Also Christus hat als Mensch gehorcht, aber die Kraft kam von Gott, von seinem Vater. Wenn wir uns mit Christus verbinden, können auch wir als Menschen gehorchen, weil die Kraft Gottes in Christus, weil er auch Gottes Sohn ist, in uns kommt. Wir können das neue Leben nur führen in der Kraft Gottes. Und das Geheimnis dieser Kraft ist diese Verbindung von Mensch und Gott, Gemeinschaft mit Jesus. Das Menschliche und das Göttliche müssen zusammenkommen und zu einer Einheit verschmelzen. So wie Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, ich in euch und ihr in mir. Er beschreibt genau dieselbe Art, dieselbe Qualität von Gemeinschaft, die er mit dem Vater hatte, wo wir gerade gelesen haben. Der Vater ist in mir und ich bin im Vater. Deswegen kann er seine Werke in mir und durch mich tun. Ihr seht zwar, dass ich es tue, doch eigentlich der eigentliche Ursprung all dieser Dinge ist von oben, er ist göttlich. Der Vater tut seine Werke. Und so auch bei uns. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe nicht ich, nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe jetzt im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Genau diese Art von Leben ist das christliche Leben. Und genau diese Art von Leben hat Jesus uns vorgelebt. Die Verbindung zwischen Göttlichem und Menschlichem. Gott mit uns. Das ist Rettung.
Das ist Befreiung aus der Macht des Bösen. Es war Christus, der aus dem Busch auf dem Berg Sinai zu Gott sprach: Ich bin, der ich bin. Das ist der Gottesname. Mose hat ihn ja gefragt: Wie heißt du? Der Name des Herrn ist unser Thema. Wie heißt du? Ich bin. Ich bin, der ich bin. Auch der Name Jehova oder Yahweh. Man vermutet, dass es aus dem Verb kommt, das eigentlich Sein bedeutet und dass dieser Name so viel bedeutet wie der Seiende. Ich bin, der ich bin. Er ist. In diesem Namen ist Rettung. Jetzt erklärt sie wie. So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Brauchten die Israeliten Rettung in der Situation? Absolut, sie waren ja geknechtet, versklavt in Ägypten. Und jetzt sagt Gott zu Mose: Gib ihnen eine Botschaft, ich bin kommt jetzt zu euch. Und das war die gute Nachricht, die Stunde eurer Rettung ist da. Gott kommt zu euch und das bedeutet Befreiung, Rettung, Erlösung. Sie sagt, das war die Zusage für die Befreiung Israels. Als er dann in menschlicher Gestalt zu uns kam, Jesus, bezeichnete er sich als den Ich bin. Derselbe Gott kommt, jetzt aber im Fleisch. Das Kind von Bethlehem, der bescheidene und demütige Erlöser, ist Gott, offenbart im Fleisch. Zu uns sagt er: Ich bin der gute Hirte. Ich bin das lebendige Brot. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Matthäus 28, 18. Ich bin die Gewissheit, dass jedes Versprechen erfüllt wird. Ich bin, fürchte dich nicht. Der Gott mit uns, sagt sie, ist der Bürge für die Befreiung von Sünde und die Zusicherung unserer Kraft, dem Gesetz Gottes zu gehorchen. Wie rettet Gott uns? Wie befreit er uns? Ich bin bei euch, Gott mit uns. Das ist Jesus, Gott der Retter. Er rettet uns, indem er zu uns kommt, indem er uns ganz nahe kommt. Matthäus 5 bis 7, da hält Jesus die Bergpredigt, wo er natürlich das wichtige Thema der Bergpredigt ist, das Reich Gottes und die Gerechtigkeit Gottes und wie wir Menschen dort hineingelangen können. Und wenn wir mal auf die nachfolgenden Kapitel schauen, ab Vers 8, dann ist es interessant, wie das dort dann illustriert wird, was Jesus vorher den Menschen gesagt hat, über Gott, über seinen Charakter, über seine Liebe, über seine Erlösung. Das fängt an mit der Heilung eines Aussätzigen, ganz in 8, am Anfang von Kapitel 8. Als er von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen und siehe, ein Aussätziger kam herzu, warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wir wissen, der Aussatz ist ein Symbol für die Sünde. Alle Handlungen Jesu hatten auch eine tiefere, eine symbolische Bedeutung. Später im Johanneskapitel lesen wir davon, dass Johannes sagt: All diese Zeichen sind geschehen, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und damit ihr in dem Glauben an ihn ewiges Leben habt. Die Zeichen sollen uns also hinführen auf die Erlösung. Wie finde ich ewiges Leben? Das waren alles tiefere Botschaften. Nichts geschah zufällig, nichts geschah irgendwie willkürlich oder vergeblich. Und was tut jetzt Gott mit diesem Menschen, der voll von Aussatz ist, voll von Sünde? Vers 3. Und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Was tut Jesus? Er stellt eine Verbindung her. Er berührt ihn. Gemeinschaft mit Gott, Gott mit uns. Und das macht ihn gesund.
Nähe. Er stellt Nähe her. Die nächste Geschichte, der Hauptmann von Kapernaum. Und er sagt, mein Knecht liegt zu Hause. Kannst du ihn heilen? Jesus antwortet, ich will kommen und ihn heilen. Er geht hin. Zumindest schlägt er das vor. Ich komme hin. Nähe herstellen. Aber etwas Interessantes geschieht dann. Der Hauptmann sagt, nein, du brauchst nicht zu kommen, sag nur ein Wort. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich bin auch jemand, der Worte sagt und dann geschieht das, was ich sage. Das sind Worte mit Autorität. Ich vertrete die Autorität Roms. Ich weiß, wessen Autorität du vertrittst. Sprich nur ein Wort. Es wird geschehen. Ich erlebe das jeden Tag bei mir und bei dir wird es noch mehr wahr sein. Und so geschieht es dann auch. Nur ein Wort. Und dann haben wir noch zwei weitere möchte ich noch kurz ansprechen. Vers 14 ist die Schwiegermutter von Petrus, sie hat Fieber. Vers 15, er rührte ihre Hand an. Er berührt sie, er stellt Nähe her. Er kommt ganz nahe und sie wird gesund. Vers 16, dann kommen am Abend viele Besessene zu ihm. Er trieb die Geister aus, wie? Mit einem Wort. Also wir sehen hier zwei Dinge. Entweder kommt Jesus persönlich und er berührt die Menschen oder er spricht, er sendet sein Wort. Nun, wie werden wir heute gesund? Wie werden wir geheilt? Wie finden wir Rettung? Kommt Jesus und berührt uns? Nein, es geht nicht. Es geht nicht so wie damals, denn er ist im Himmel. Er ist gebunden an den menschlichen Körper. Aber was haben wir stattdessen? Wir haben sein Wort. Und ist Jesus nicht das Wort? Wenn wir dieses Wort haben und es im Glauben annehmen, nehmen wir dann nicht Jesus im Glauben an? Wohnt er nicht in uns durch den Glauben? Wenn wir dieses Wort aufnehmen, ja, so ist es. Das Gleiche geschieht wie damals. Wenn das Wort, wenn wir zulassen, dass das Wort uns nahe kommen kann, dass es uns berühren kann, dass es nicht nur am äußerlich bleibt, außen vor, aber bitte lass es nicht in mein Leben, lass es nicht dorthin, wo ich denke, wo ich entscheide, wo mein Wille ist. Dort möchte ich meinen eigenen Bereich haben. Nein, wenn wir das zulassen und sagen, das Wort soll mir nahe kommen. Ich brauche Heilung. Ich sehne mich nach Rettung. Ich sehne mich nach Veränderung, nach Freiheit. Dann wird das Wort kommen. Und mit diesem Wort kommt Christus. Und mit der Gemeinschaft, mit der Nähe kommt Heil. Römer 10 möchte ich gerne auch mit euch ein paar Verse lesen. Römer 10, ab Vers 1. Paulus spricht hier über Glaubensgerechtigkeit und Gesetzesgerechtigkeit oder Werksgerechtigkeit. Er vergleicht, also er stellt es gegenüber. Er spricht hier erstmal über die Juden, die eben Christus abgelehnt haben, seine eigenen Brüder nach dem Fleisch, sein eigenes Volk. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie, für die Israeliten zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie der Gerechtigkeit Gottes sich nicht unterworfen. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Mit anderen Worten, du tust etwas
Und das Ergebnis ist, du lebst. Wir können es auch so nennen, Gehorsam, Leben. Du gehorchst, du lebst, du gehorchst nicht, du stirbst. Das ist das, was das Gesetz uns bieten kann. Das gilt bis heute. Es ist unverändert. Mehr kann das Gesetz für uns nicht tun. Das ist die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Jetzt Vers 6. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so: Sprich nicht in deinem Herzen, da wo man überlegt, das ist das Herz, mach dir nicht Gedanken, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Da wollen wir ja gerne zurück. Das ist Christus herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist Christus aus den Toten heraufführen. Also die Frage, die Paulus hier stellt, ist eigentlich, wie kann das Heil zu uns kommen? Und er beschreibt genau den Vorgang, über den wir uns jetzt schon Gedanken gemacht haben, nämlich, das Heil muss zu uns kommen. Es muss uns nahe kommen. Das Erlösung kann nicht aus der Ferne geschehen. Und jetzt sagt er, die Glaubensgerechtigkeit macht sich nicht solche Gedanken. Die spricht nicht darüber, wie können wir das hinbekommen, dass das Heil zu uns kommt, aus dem Himmel oder aus dem Totenreich, neues Leben aus den Toten. Sondern was sagt die Gerechtigkeit aus Glauben? Vers 8, das Wort ist dir nahe. Wer ist das Wort? Jesus. Das Wort ist Jesus. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz überlegt, wie kann ich mich erlösen? Was muss ich dafür tun? Die Gerechtigkeit aus dem Glauben sagt, du brauchst es nicht und du kannst es auch gar nicht. Du brauchst es nicht, weil Gott es schon für dich getan hat. Das Wort ist schon da. Die Nähe ist schon hergestellt, die dich rettet. Die Gemeinschaft mit Gott ist sozusagen schon vor deiner Haustür und klopft an. Sie ist schon da. Das Wort ist dir nahe. Wo? In deinem Mund. Und in deinem Herzen, in deinen Gedanken. Da ist Gott schon da. Er ist zu dir gekommen. Du musst ihn nicht holen. Paulus sagt, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn oft aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. So, müssen wir etwas tun für unsere Errettung? Naja, wenn man so will, ja. In dem Sinne, wie Paulus es hier beschreibt. Denn was sagt er? Er sagt, in deinem Mund ist schon ein Wort, aber das soll ausgesprochen werden und das macht Gott nicht für dich. Er legt dir das Wort in den Mund, aber es ist deine freie Entscheidung. Er wird dich nicht zwingen, etwas zu sagen, was du nicht möchtest. Er legt es dir in den Mund, aber du darfst es bekennen. Deswegen sagt er, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, das Wort ist dir nah in deinem Mund, in deinem Herzen, also in den Gedanken, da wo wir abwägen, wo wir überlegen, wo wir Entscheidungen treffen, auch da ist das Wort, es ist dir schon nahe. Aber es zwingt uns nicht zu glauben an Jesus. Es kommt uns so nah wie möglich, ohne unsere Willensfreiheit zu beeinträchtigen. Das ist Gott. Denn er respektiert unsere Freiheit mehr als alles andere. Aber ob du das Wort jetzt nimmst und es glaubst, das ist deine Entscheidung. Die kann Gott dir nicht abnehmen. Und dazu wird er dich nicht drängen. Er lässt dir die Freiheit. Aber wenn du willst, dann kannst du das Wort nehmen. Und du bekennst, Jesus ist Herr. Und wenn du willst, dann nimm dieses Wort,
der Glaube, der schon in dir vorhanden ist, den Gott in dich schon hineingelegt hat, und mach ihn zu einem Glauben persönlicher Natur, dass du glaubst an Jesus, ja, erst von den Toten auferweckt, und er wird auch mich vom Tod in das Leben hinüberreißen, in das ewige Leben. Dann sagt er in Vers 10, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Gut, jetzt haben wir zwei Dinge. Einmal die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Und das Gesetz kann nur eins tun. Es stellt nur eine Frage. Hast du gehorcht? Ja, dann hast du Leben. Nein, dann musst du sterben. Das ist die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Das ist eine gute Nachricht für alle, die gehorchen oder gehorchen können. Gefallene Menschen können es leider nicht mehr aus sich selbst. Also eine gute Nachricht für alle ungefallenen Engel und alle ungefallenen Welten. Die Gerechtigkeit im Universum ist die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die reicht nicht für uns auf der Erde. Wir sind gefallen. Und deswegen muss noch ein Schritt davor geben. Und das ist der Schritt des Glaubens. Das ist der Schritt der Übergabe, wo die Gemeinschaft mit Gott hergestellt wird, weil ich meine Herzenstür aufmache und das Wort, das mir nahe gekommen ist, das schon vor der Tür steht und anklopft, hereinlasse. Und wenn das geschieht, dann geschehen Wunder, eine neue Schöpfung, und dann wird es uns möglich, ein neues Leben zu führen. Und deswegen sagt Paulus hier in Vers 10, beachtet das bitte, das ist die Glaubensgerechtigkeit. Mit dem Herzen wird geglaubt, wozu? Wohin führt das? Zur Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Das ist das Halten des Gesetzes, das ist Gehorsam. Also die Glaubensgerechtigkeit löst den Gehorsam nicht auf oder ersetzt ihn mit etwas anderem, sondern sie setzt etwas davor und sagt, du musst erstmal befähigt werden wieder dazu. Und das geschieht durch den Glauben, durch den Jesus in dein Herz kommt. Und wenn Jesus da ist, dann ist Leben da, dann ist Rettung da. Denn Jesus ist der Retter von Sünde und er ist gekommen, um Sünder in ein neues Leben zu führen. Es ist interessant, das brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen, ich erwähne es nur kurz. Paulus zitiert hier 5. Mose 30, wo diese Gegenüberstellung macht. Gerechtigkeit aus dem Gesetz, Gerechtigkeit aus dem Glauben. Und in 5. Mose 30, da lese ich Vers 11 bis 14. Mose spricht hier zum Volk Israel und er spricht natürlich im Namen Gottes. Er sagt, dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und ist dir nicht zu fern. Entschuldigt. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Interessant, er spricht jetzt nicht von Erlösung, er spricht vom Gebot, er spricht vom Gehorsam. Er spricht von Gerechtigkeit, ein Leben in Gerechtigkeit. Er spricht von einem Gebot. Sagt, es ist nicht im Himmel. Vers 13, es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird für uns auf die andere Seite des Meeres hinüberfahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Vers 14, sondern ganz nahe ist dir das Wort, Gott mit uns. Das Wort ist dir doch schon ganz nah. In deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Also das ist das Ziel von allem, um es zu tun. Das Ziel von allem ist ein Leben in Fülle. Und Leben in Fülle ist ein Leben des Gehorsams.
Denn das ganze, die ganze Fülle des Lebens, die überhaupt vorstellbar ist, hat Gott in sein Gesetz hineingepackt. Das ist dort eingekapselt. Es gibt kein Leben außerhalb. Da ist nichts übrig geblieben. Ist alles zusammengefasst, alles dort drin. Im Alten Testament in den Sprüchen lesen wir, oder Prediger, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Prediger am Schluss, die Schlussverse, da heißt es, wir wollen die Summe des Ganzen hören, das Fazit. Jetzt haben wir viel nachgedacht, viel philosophiert. Was ist das Fazit von allem? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Gehorsam, Gerechtigkeit. Das ist das Lebenselixier des ganzen Universums. Erlösung bedeutet, dass wir wieder hineingenommen werden in diesen Strom des Lebens. Die Gerechtigkeit Gottes, Gehorsam. Ein Leben in Übereinstimmung mit ihm. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist der Punkt, an den du kommst, wenn du die ganze Welt durchdacht hast, merkst du, das ist das Einzige, was zählt. Und dann sagt er hinterher, denn das soll jeder Mensch tun. Aber das kann man auch anders übersetzen. Das kann man auch übersetzen mit, denn das ist der ganze Mensch. Gottes Gebote halten ist alles, was einen Menschen ausmachen kann, ist der ganze Mensch. Alles, was Menschsein beinhalten kann, alles Gute, das ist in den Geboten schon drin. Leben in Fülle. Gott hat nichts ausgelassen. Das ist sein Wesen. Übersprudelnde Liebe. Er enthält uns nichts Gutes vor. Nicht das kleinste bisschen. Rettung bedeutet, dass Gott mir nahe kommt. Leben in Fülle. Dass nicht mehr ich lebe, sondern, so wie Jesus sagt, der Vater tut seine Werke in mir, das bin ich, er lebt in mir. Dass wir sagen können, ich lebe nicht mehr, das tue ich nicht ich, das sage nicht ich, Christus lebt in mir. Und das ist meine ganze Lebenserfüllung, diese Gemeinschaft Tag für Tag. Jesaja 56, schon im Alten Testament finden wir das Evangelium auf diese Weise erklärt. 56, Vers 1, so spricht der Herr, wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es kommt, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart wird. Wir müssen das immer in Parallelismen lesen. Das Heil ist nahe und meine Gerechtigkeit. Das bedeutet, das ist das Gleiche. Das Heil ist die Gerechtigkeit. Was bedeutet Erlösung, Heilung, Zurückführung in die Gerechtigkeit, in ein Leben in der Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes. Wie geschieht das? Durch Nähe. Warum kann er hier sagen, warum sagt Gott dem Volk, wahrt das Recht, übt Gerechtigkeit? Weil er sagt, meine Gerechtigkeit ist ja schon zu euch gekommen, sie ist ja nahe gekommen. Deswegen können wir Gerechtigkeit üben. Warum können wir ein christliches Leben führen? Weil Christus nahe gekommen ist und uns jeden Tag neu nahe kommt. Ohne das wäre es Gesetzesgerechtigkeit. Aber mit Christus ist es Glaubensgerechtigkeit, durch den Glauben an ihn. Dasselbe, Jesaja 60, Vers 1, steh auf, werde Licht, leuchte, sei ein Licht in dieser Welt. Ja, wie denn? Wie soll ich das machen? Ich bin doch, was kann ich schon? Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Warum können wir Licht werden? Warum können wir dieser Welt das Evangelium bringen? Weil wir selbst es erfahren haben. Weil unser Licht gekommen ist, es ist nahe gekommen. Wir leuchten nicht aus eigener Kraft, sondern wir lassen das Licht in uns hinein und dann können wir selber Licht werden. Wir werden erleuchtet und durch uns kann Gott andere erleuchten. Das ist das Prinzip der Gerechtigkeit aus Glauben. Das ist Gott mit uns. Das ist unsere Rettung.
Ihr Lieben, wir denken oft, Vollkommenheit ist so ein Riesenberg, so eine unglaubliche Herausforderung, aber im Grunde ist der Weg sehr, sehr einfach. Der Weg ist Gemeinschaft mit Gott. Lass ihn dir nahe kommen. Widersteh nicht. Wenn da Hindernisse sind vor deiner Tür, räum sie weg, was dir bewusst ist. Lass Gott an dich ran. Den Rest macht er. Was er beginnt, das führt er auch zu Ende. Er ist der Anfänger und Vollender. Darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Täglich Nähe mit Gott. Das ist alles. Alles andere wächst daraus. Ist nicht schwer. Es kann schwer sein, es kann ein Kampf sein. Aber das ist das Geheimnis, das ist der Motor. Das ist unsere Sicherheit. Christus in dir und in mir. Ich möchte schließen mit zwei Zitaten von Ellen White. Im Review and Herald, 6. Dezember 1892, schreibt sie: Das Göttliche und das Menschliche waren in Christus vereint. Gott mit uns, Gott und Mensch, Einheit. Damit er uns Gottes Absicht aufzeigen konnte, nämlich den Menschen, dich und mich, in enge Gemeinschaft mit sich selbst zu bringen. Also wir sehen in Christus Gott und Menschheit vereint, das, was Gottes Plan für uns ist. Einheit, enge Gemeinschaft. Diese Einheit befähigt uns, den Feind zu überwinden, denn durch den Glauben an Christus, an seinen Namen, Retter von Sünde, erhalten wir göttliche Kraft. Das Gleiche, was wir über Jesus gelesen haben. Er gehorchte als Mensch, aber die Kraft war göttlich. Sie kam von seinem Vater. Acts of the Apostles, das ist Wirken der Apostel, Seite 563. Es gibt viele, die sich zwar bemühen, Gottes Gebote zu halten, aber wenig Frieden und Freude haben. Habe ich auch oft erlebt. Dieser Mangel rührt daher, dass sie... Jetzt frage ich euch, wir haben ja gerade die Bibel studiert. Gehorsam führt zum Leben. Und viele versuchen das, weil sie sehen, so wie Paulus in Römer 7, es sind ja sinnvolle Gebote. Das Gesetz ist gut, heilig und gerecht. Aber ich kann es nicht halten. Was fehlt? Was fehlt uns, wenn wir in der Situation sind, wir wollen gehorchen, um zu leben? Was fehlt bei der Gerechtigkeit aus Glauben? Ich habe schon gesagt. Ja, die Liebe. Der Glaube. Der Glaube fehlt. Denn nur durch den Glauben kann die Gemeinschaft mit Gott hergestellt sein. Und nur durch Gott kommt die Kraft, kommt das neue Leben. Ich lese hier weiter. Dieser Mangel rührt daher, dass sie nicht Glauben üben. Sie wandern wie in einem salzigen Land in der Dürre der Wüste. Sie erwarten wenig, obwohl sie viel erwarten könnten, denn Gottes Verheißungen sind grenzenlos. Solche Menschen geben nicht das richtige Bild von der Heiligung ab, die durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit kommt. Der Herr möchte, dass alle seine Söhne und Töchter glücklich, friedevoll und gehorsam sind. Denn ohne Gehorsam gibt es kein Glück. Der Gläubige kommt in den Besitz dieser Segnungen, indem er Glück, Friede, Gehorsam, ein Leben in Fülle. Was ist der Schlüssel? Indem er Glauben praktiziert. Gott beim Wort nehmen. Gott alles zutrauen und dir selbst gar nichts zutrauen.
das ist Glaube. Nicht Gott viel zutrauen und dir ein bisschen. Gott alles zutrauen und dir selbst gar nichts zutrauen. Außer Böses. Das können wir alleine. Aber nichts Gutes. Letzter Satz. Durch den Glauben kann jeder Charaktermangel ausgeglichen. Jeder Fleck abgewaschen. Jeder Fehler korrigiert. Und jede edle Eigenschaft entwickelt werden. Jede. Wie? Durch den Glauben. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, siehe, die Jungfrau wird einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Emmanuel geben, das heißt Gott mit uns. Und es wird geschehen, jeder, der diesen Namen anruft, Retter von Sünde, Gott mit uns, wird errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat, und unter den Übriggebliebenen, die der Herr berufen wird. Maranatha. Amen.